Der Donnerstagabend gehört auch heute wieder der Politik hier in ORF 3. Guten Abend, meine Damen und Herren. Es war ein bitterer Wahlsonntag für die SPÖ, aber eigentlich nichts, was nicht vorauszusehen gewesen wäre. Trotzdem herrscht seither Katzenjammer und Alarmstimmung in der Partei. Es muss sich etwas ändern, da sind sich alle einig. Aber was? Darüber scheiden sich die Geister und die scheiden sich ziemlich öffentlich. Wir müssen die SPÖ neu denken. So radikal, wie wir es seit ihrer Gründung nicht mehr gemacht haben. Tabulos und schonungslos ehrlich. Wir müssen sowohl unsere Strukturen genau beleuchten, damit wir im 21. Jahrhundert auch von der Parteiorganisation und Kommunikation ankommen, aber letztendlich auch die politischen Inhalte. Also von daher gehe ich davon aus, dass wir dieses Wahlergebnis nutzen werden, um weitere auch inhaltliche Konsequenzen zu ziehen, unsere Positionen zu schärfen. Personaldiskussionen schließe ich aber aus. Es gibt vieles, auf das man aufbauen kann. Es ist ja auch in der Vergangenheit sehr viel vorbereitet worden. Und das Parteiprogramm, das ja einer Mitgliederbefragung unterzogen wurde letztes Jahr, ist ja erst 10 Monate alt. Wir wollen eine umfassende Neuorientierung, Neuorganisation auf Bundesebene. Wir Steirerinnen und Steirer sind ja ein Vorbild für die Bundespartei. Die SPÖ war immer die Partei der Zukunft. Und momentan macht so viele den Eindruck, als wäre sie die Partei des Stillstands, die in den glorreichen 70ern lebt, aber nicht im 21. Jahrhundert angekommen ist. Von den Inhalten her ist es so, dass wir, denke ich, sowas wie Zukunftseuphorie entwickeln müssen wieder und Zukunftsemotionen. Wir sind vielleicht etwas zu sehr aufs Bewahren ausgerichtet und nicht so sehr aufs Zukünftige verändern. Ich glaube, dass wir auch über die Richtung zu diskutieren haben. Die Sozialdemokratie muss wieder viel stärker eine liberale Volkspartei werden, in der sich viel mehr Menschen als heute wiederfinden. Was wir zuallererst zu tun haben, ist, unsere Kommunikation jener Inhalte, für die die Sozialdemokratie steht, deutlicher, besser und für die Menschen verständlicher zu machen. Wir haben wunderbare, junge, höchst motivierte Leute, die wir jetzt fördern müssen. Also ein großer Auftrag, nach innen zu arbeiten. Und zwar nicht nur bla bla, sondern wirklich jetzt gleich loszulegen. Befunde und Rezepte also, die in ganz unterschiedliche Richtungen gehen. Aber woran krankt die Partei wirklich? Und was wäre die geeignete Therapie? Darüber reden wir jetzt und zwar mit diesen Gästen. Andreas Babler, der Weinbauer, ist seit 2014 Bürgermeister von Treskirchen und schon seit Jahren eine starke Stimme für Erneuerung in der SPÖ. Josef Czapp, der SPÖ-Routinier, war lange Zeit Clubobmann und hat den Wiedereinzug in den Nationalrat verpasst. Petra Stuiber, sie ist stellvertretende Chefredakteurin bei der Tageszeitung Der Standard. Herbert Lackner, der ehemalige Profil-Chefredakteur, begleitet die SPÖ schon seit Jahrzehnten journalistisch. Herbert Rohrmeier, der Kommunikationsexperte und frühere Vorsitzende der Jungen Wirtschaft, hat auch bereits Wahlkämpfe für die SPÖ begleitet. Guten Abend. Ja, ein herzliches Willkommen an Sie alle hier in der Runde. Dankeschön fürs Kommen heute Abend. Versuchen wir, ein wenig konkreter zu werden. Schluss mit Blabla quasi. Und beginnen wir mit der Diagnose in dieser Runde. Leidet, stelle ich jetzt mal die Frage in medizinischem Kontext, Herr Babler, die SPÖ schon länger unter einer chronischen Erkrankung, die jetzt halt wieder ganz akut geworden ist? Kann man das so sagen? Ja, es trifft wahrscheinlich am besten deswegen. Es ist ja so, dass wir dann nach jeder Wahl eigentlich schon zusammensitzen und immer dieselben Stehsätze hören. Wir müssen uns öffnen, wir müssen besser kommunizieren. Und ich habe das jetzt irgendwann einmal festgehört, auch intern in den Gremien, dass ich das echt satt habe, weil das bringt uns seit, glaube ich, 1987, seitdem man mit der Vanitzke eine größere Wahlniederlage gehabt hat, nach über 30 Jahren nicht weiter von Wahl zu Wahl sozusagen dieselben zwei Sätze loszulassen und dann aber gleichzeitig weiter zu wursteln. Das Weiterwurschteln ist natürlich eine Frage, die wir haben, nicht nur in der Kommunikation, das ist wichtig, aber wichtiger ist, dass man was zum Kommunizieren hat. Und zum Kommunizieren gehört nicht nur der Inhalt, ein Grundkorsett, ein ideologisches Grundkorsett, fixe Einstellungen, sondern es gehört auch Leidenschaft zum Kommunizieren. Und wie wir gesehen haben in den letzten Tagen und vor ganz kurzem, da fehlt es von ganz oben bis ganz unten, was die Leidenschaft anbelangt. Und das ist unser Grundproblem in der Gesamtheit.
gepaart mit einer Tendenz, die immer auch schon mehr zur Phrase wird, aber die ernsten Sinn hat, nämlich den Verlust der politischen Glaubwürdigkeit. Und Pamela Rendi-Wagner ist jetzt nicht schuld an diesem Prozess, aber sie steht jetzt am Ende dieser Kette und am weiteren Scherbenhaufen, den wir haben, nämlich das schlechteste Ergebnis, das wir in der Zweiten Republik je gehabt haben. Und es ist natürlich deswegen auch ernst, aber mir geht es eigentlich gar nicht um die Wahlergebnisse. Das ist ja so eine Kritik von mir, dass wir sozusagen zu einem Wähler oder zu einem Wahlverein geworden sind, der immer nur strategisch so ausrichtet, wie kann er vielleicht noch vor der nächsten Wahl ein bisschen was dazugewinnen oder so. Und gleichzeitig aber diese Grundlinie verlassen hat, diese Grundwerte. Und ich glaube, da ist es manchmal wichtiger, man hält Grundlinien über Jahrzehnte aufrecht, modernisiert sie, bringt sie in die Jetztzeit und verliert ab und zu vielleicht auch ein paar Komma Prozentpunkte dafür. Das heißt, Haltung bewahren und nicht immer nur sozusagen von einem Wahltermin zum anderen irgendwie strategisch kurzfristig sich dann auch noch beraten zu lassen, zu entscheiden, was für eine Werbeagentur vielleicht das nettere Büdel macht. Aber das Resultat, vor dem wir heute stehen, und das ist das negative Resultat, ist ein jahrzehntelanger Prozess, der in der Gesamtheit liegt. Zum Thema Werbeagentur kommen wir dann sicher in dieser Runde. Josef Czap, wenn einmal der Parteivorsitzenden auf die Frage, wofür steht die SPÖ, eigentlich keine andere Antwort einfällt, als darüber müssen wir auch noch nachdenken. Müssen wir dann nicht schon von einer schweren Herzerkrankung sprechen? Ja, also, es ist eine politische Frage und keine medizinische, aber es schafft Bilder. Also ich sehe das so, dass das Thema Bouquet zu eng war, zu wenig präzise war. Nicht nur in der Wahlbewegung, sondern vorher auch. Ich gehöre zu denjenigen, die meinen, dass neben unseren Kernthemen, die ja angesprochen wurden, die die Basisthemen sind, dass da auf alle Fälle dazugehört auch die gesamte Frage der Klimakrise. Das hätte man früher ansprechen müssen. Hat auch soziale Hintergründe, wenn es zu Migrationsbewegungen deswegen kommt. Hat soziale Hintergründe, wenn man nicht einfach den Dieselpreis erhöhen kann oder den CO2-Steuer einfach nur so einführen, da muss man über die Verteilungsgerechtigkeit nachdenken. Das andere ist, wir haben im Wahlprogramm Integration vor Zuzug. Und dann muss man diese Frage der Migration und der Integration auch ansprechen, auch mit einem sozialdemokratischen Zungenschlag. Ja, und man muss da nichts kopieren, was andere sagen, aber ist jedenfalls das etwas, wo die Menschen Ängste haben. Und mein Obertitel ist immer, es gibt den Wandel. Und ich habe gehört, gerade in dem Vorspann, ja, wir brauchen Zukunftsoptimismus, das ist richtig. Aber der Wandel muss mit einem Sicherheitsgefühl verbunden sein. Weil jeder hat ein bisschen Bedenken, ja, da ist die Europäische Union, die Globalisierung, die neuen Arbeitsplätze, die Digitalisierung, das ist alles. Die Pensionisten, die sagen, ja super, dass ich mehr gekriegt habe, aber ich weiß nicht, ich fühle mich dann immer mehr so richtig zu Hause, wenn ich so um mich herumschaue. Darf ich da kurz einhaken? Das Thema, okay. Sie waren doch auch mit verantwortlich dafür, dieser Partei ein neues Programm zu verpassen. Hat man in diesem Programm vielleicht verabsäumt, den Finger drauf zu legen, dass es dringend einen Themenwandel braucht, dass sich die SPÖ erneuern muss? Oder gammelt das Programm ungelesen in irgendeiner Lade herum und keiner nimmt so richtig ernst? Das macht mich ganz traurig. Ich muss die Frage so formulieren. Ich habe 70 Seiten vorgelegt damals im Präsidium. Das würde dann auf 35 Seiten noch einmal etwas verdichtet, sagen wir. Da konnte ich noch mitwirken. Dann bin ich ausgestiegen, weil ich dann gesagt habe, also irgendwie kann ich mich mit dem nicht mehr ganz identifizieren. Es gibt nämlich noch etwas, das wichtig ist: Mitgefühl, Empathie mit den Modernisierungsverlierern, wo die kleinen Probleme zu großen Problemen werden. Und das ist etwas, wenn man das nicht kommunizieren kann, wenn man das nicht glaubwürdig darstellen kann. Siehe die Probleme in den Industriegebieten in der Obersteiermark. Gibt es einen interessanten Artikel jetzt im Falter dazu. Ja? Also das ist etwas, wo ich denke, das auch eine Rolle spielt. Und der gesamte Sicherheitsbegriff. Wir haben das Problem gehabt, dass kaum hat man angesprochen, diese Frage der Integration und die Probleme der verschiedenen Kulturen und Religionen und der islamische Antisemitismus, der islamistische und so weiter. Da hat es gesagt, na, das nutzt nur den Blauen und den Schwarzen. Und wenn man gesagt hat, na, und mit der Klimakrise, na, das nutzt nur den Grünen. Na, das, so kann man Politik nicht machen. Und daher finde ich, hat dieses Themenbouquet kombiniert mit Mitgefühl, Empathie für die kleinen Probleme des Lebens genauso wie für die großen Probleme. Und das sind so viele die Punkte, mir fordert noch viel mehr, aber das halte ich für ganz wichtig. Und allerletzter Punkt, es wird dann immer gesagt, wir müssen die Partei öffnen, da hätte ich dann gern noch was sagen. Da fallen mir nämlich sehr viele Sachen ein, weil das höre ich auch schon seit Jahrzehnten und das passiert nicht. Reden wir dann in der Runde Therapie darüber. Gut. Bleiben wir noch kurz bei der Diagnose und um den medizinischen Vergleich irgendwie noch weiterzuführen, Petra Stüber, unter dem journalistischen Röntgenbild sozusagen, wie sieht denn 10 Tage nach der Nationalratswahl oder 11 Tage der Befund jetzt tatsächlich aus der SPÖ, nachdem der erste Schock mal quasi verdaut ist, dieser Wahlniederlage, sind die Ihrer Meinung nach auf dem
auf einem richtigen Weg oder beginnen Sie in eine richtige Richtung zu gehen? Da gibt es einen komischen Spruch, ich glaube, der heißt irgendwie, die Lage ist nicht ernst, Patient ist tot oder so ähnlich. Also es ist schon so, dass man das Gefühl hat, da liegt irgendwie die SPÖ offen in all ihrer Widersprüchlichkeit. Man kann bis in ihre Eingeweide hineinsehen und man sieht, dass da drin irgendwas nicht in Ordnung ist, aber keiner weiß so recht, was jetzt eigentlich zu tun ist. Soll man einfach zunähen und soll man irgendwie das Ganze irgendwie hübsch herrichten oder soll man und im Übrigen den Korpus belassen und vielleicht versuchen, dass man irgendwie eine transzendentale Erneuerung macht in einen neuen Parteikörper, also sprich Neugründung, oder soll man irgendwie doch noch irgendwie herumdoktern an dieser alten Tante SPÖ? Und ich glaube ja, dass die SPÖ ein großes Problem hat und das heißt Sebastian Kurz. Ich meine, wir brauchen ja jetzt nicht so tun, als hätte die ÖVP für alles die super durchdachten Konzepte und hätte irgendwie diese Hinterlandarbeit so gut gemacht, dass irgendwie es in dieser Partei keine Widersprüche gäbe. Die gibt es ja in jeder größeren Volkspartei, denke ich. Da gibt es den einen Flügel, der steht dafür, und den anderen Flügel, der steht dafür. Was halt Sebastian Kurz sehr gut kann, ist, vorne zu stehen, zu sagen, ich bin die Projektionsfläche für alles. Und das übertüncht sehr viel. Und der ist halt auch einer, den zum Beispiel, das ist der große Schmerz der Sozialdemokraten, denke ich, vor allem der älteren Generation mittlerweile sehr gut gefällt. Ja. Und das ist, war ja immer so eine sichere Bank für die Sozialdemokraten und nicht mal das funktioniert mehr. Ja. Und weil Sie gesagt haben, das ist mir schon noch wichtig, weil Sie gesagt haben, naja, der Bundesparteivorsitzenden Randy Wagner fällt ja nicht einmal mehr ein, wofür die SPÖ steht. Ich glaube, das fällt ja schon ein. Sie traut sich es nur nicht sagen, weil sie so schwer verunsichert ist. Weil die Frau, das ist meine These seit jeher, die Frau hatte nie eine Chance. Also die ist zwar mit, ich weiß nicht, 97, irgendwas Prozent gewählt worden, aber in Wirklichkeit haben sich dann alle zurückgelehnt und haben gesagt, so, jetzt schauen wir uns mal an, wie sie scheitert. Das ist das, was ich journalistisch spüre und das fand ich von Anfang an total verkehrt. Herbert Lackner, Petra Stüber hat den Vergleich mit der alten Tante gebracht. Die alte Tante SPÖ, ist die schwer krank oder gibt es noch Hoffnung auf eine Wiederauferstehung? Ja, alte Tante. Ja. Alte Tante. Ja, alt ist sie schon, die Partei, natürlich. Es ist eine alte Partei. Aber das heißt nichts an sich. Die ÖVP ist nicht viel jünger, wenn man die Christlich-Sozialen jetzt als Vorgängerpartei nimmt. Ich glaube, dass da an anderen Punkten hakt. Es hakt einmal an Spitzenfunktionären, wenn ich vorher diese Einspielung da gesehen habe. Der Herr Dornauer, ich weiß nicht, wo man den gefunden hat in Tirol, aber das ist ja, also ich kann ja das gar nicht mehr hören. Ich nehme an, der ist in einem demokratischen Prozess gewählt worden von den Tiroler Delegierten. So man muss die Strukturen neu beleuchten und die politischen Inhalte. Was heißt denn das? Ja? Noch ärger habe ich gefunden, den Linzer Bürgermeister Luger, der da gesagt hat, zuerst, die SPÖ muss wieder eine liberale Volkspartei werden. Die war nie eine liberale Volkspartei. Vielleicht könnte man das irgendwie einmal ausrichten, dass die SPÖ nie eine, alles Mögliche war, aber sicher nie eine liberale Volkspartei. Und das sicher auch nicht werden wird, weil es sinnlos ist. Das Problem ist, glaube ich, bei der SPÖ relativ sehr, sehr viel im Handwerklichen auch. Das Backoffice der SPÖ, also die Leute, die da in der Löwelstraße wirken, sind denen in Kurzteam meilenweit überlegen. Das ist Real Madrid gegen Mattersburg. Ja? Also das ist unglaublich, wie die einen mit wirklich den modernsten Methoden arbeiten und die anderen hilflos sind. Die Folge davon ist, dass die SPÖ ihre Politik nicht erklären kann und nicht erklärt hat. Sie haben einen Misstrauensantrag gestellt im Parlament, haben aber nicht gesagt, warum. Warum hat man nicht diesen Misstrauensantrag gestellt? Hat kein Mensch erklärt. Dort in der Sitzung hat man natürlich gesprochen, aber vorher nicht. Die Folge war, dass zwei Drittel in dieser Nachwahlanalyse von Fritz Blasser und Sommer, zwei Drittel der Leute haben gesagt, das war falsch, den Misstrauensantrag zu machen. Also weit über die ÖVP-Wählerschaft hinaus. Es wird nicht die Politik erklärt.
Und das Dritte, wenn man schon mit Leuten verscherzt, gleich einmal ordentlich. Ich halte die SPÖ-Gewerkschaftsfraktion für einen Papiertiger. Die Ergebnisse in der Obersteiermark, wo die Obersteiermark türkis wird, ja, das war ja unvorstellbar früher. Ja. Dann sehe ich in der letzten Phase des Wahlkampfs, sagt die Frau Rendi-Wagner, man soll die Erhöhung der Mindestlöhne. Daraufhin meldet sich die Arbeiterkammerpräsidentin Anderl und sagt, na, das ist schon Sache der Gewerkschaft, das geht die SPÖ gar nichts an. Da denke ich mir schon, das muss ja nicht gleich Message Control sein, aber bitte, weil diese Leute sollten schon wissen, was Wahlkampf ist. Ne? So, also das gilt aber für die Wiener SPÖ auch, wenn ich das nur ganz kurz, weil die haben in den Innenstadtbezirken die Grünen verloren und in den äußeren Bezirken an Türkis, auch Papiertiger. Ja. So, jetzt haben wir zwei Sachen, Herr Rohrmeier, für Sie da liegen. Das eine ist die Aussage vom Herrn Babler und dann wird ein schönes Bild von den Werbeagenturen gemacht und es nutzt dann auch nichts mehr. Und die andere Message kommt hier von Herbert Lackner, der sagt, die SPÖ kann ihre Politik nicht erklären. Sind Sie jetzt da in der Ziehung, der Sie einer derjenigen sind, der versucht, sozusagen die Politik der SPÖ sichtbar zu machen in Werbekampagnen? Oder wer ist da der seinen Job nicht kann? Na gut, ich meine, das mit dem Bild, das stimmt grundsätzlich schon. Ich glaube, dass das richtige Bild zur richtigen Zeit den Twist machen kann. Also wer, wenn nicht er, dieser hier wahrscheinlich nicht so ganz beliebte Slogan seiner Zeit, das war genau das richtige Bild mit dem richtigen Wort und zur richtigen Zeit. Ich würde das gerne auf mehreren Ebenen aber unterscheiden. Ich glaube, es gibt auf der einen Seite, was wir viel gehört haben, diesen Funktionärsapparat, auch die Mitarbeiter. Ich habe das im Wahlkampf teilweise eben miterlebt. Ich hatte immer das Gefühl, während der Mitbewerb so auftrainiert ist und so wie beim 100-Meter-Lauf gewartet hat, dass jetzt Wahl ist und wir rennen jetzt los, ist da, aha, jetzt ist Wahl, jetzt müssen wir uns mal orientieren und haben wir eigentlich genug trainiert. Das ist das eine. Das zweite, was mir eigentlich seit Kern auffällt, dass ein sensationelles Missgeschick mit oder eine Missmöglichkeit zum Thema Timing ist. Also es werden permanent die falschen Akzente zur falschen Zeit gesetzt. Das war mit dem A-Plan, der ja grundsätzlich gut war. Ja, es gab dann keinen Plan B und als der Plan A da war, hat man zur richtigen Zeit nicht durchgesetzt. Falsches Timing. Aus Loyalität scheinbar, wie man dann später festgestellt hat. Es war ein großer Reformparteitag geplant vom Christian Kern noch, also dann nach der Wahl. Das wäre ein richtiges Timing vor den Wahlen gewesen. Da hätte man richtig noch den Funktionärsapparat befeuern können, antreiben können. Der ist abgesagt worden. Es ist ein Minimalkompromiss rausgekommen. Und das ist Funktionärsapparat, das ist Timing und das Dritte ist dann natürlich die Spitzenkandidatin. Also hier sind viele gescheite, gute Sachen genannt worden, inhaltliche, aber die Leute wählen heutzutage Menschen und ich muss diese Menschen inszenieren. Und wenn ich jetzt mir überlege, ein neues Produkt, ein Politiker ist auch ein neues Produkt, ich bringe eine neue Schokolade auf den Markt und dann fangen die ganzen Product Manager schon davor an und sagen, naja, ist das die richtige Rezeptur? Ich weiß nicht, sollen wir das rausbringen? Dann kommt das Ganze dann raus, dann steht es im falschen Regal, na, probieren wir doch irgendwie herum. Und ich glaube, die Pamela Rendi-Wagner wäre ein herausragendes Produkt gewesen. Hätte man ihr von Beginn an eine Rolle zugeschrieben, hätte gesagt, das ist deine Rolle, aus der kommunizierst du heraus. Und wenn die Rolle nicht feststeht, und das äußert sich dann auch beim Report, dann weiß ich nicht, aus welcher Rolle ich sprechen kann und habe auch keine Antwort. Damit keine wir alle passende. Wissen, wovon Sie hier sprechen, wenn Sie den Report ansprechen. Das war ein großes Interview in der ORF-Sendung Report vorgestern Abend und wir dürfen an dieser Stelle jetzt auch zum Bereich Therapie kommen und mit auch die Frage stellen, wie fest denn Pamela Rendi-Wagner tatsächlich im Sattel sitzt. Das fragen sich nämlich viele auch wieder eben nach diesem Report-Interview. Dort zeigt sich die ganze Ratlosigkeit und bei scheinbar banalen Fragen auch, auf welche Art von Veranstaltung zum Beispiel soll denn die SPÖ über ihre eigene Zukunft nachdenken, wird Pamela Rendi-Wagner da gefragt und sie lässt nur eines erahnen, einen Parteitag will sie eher nicht. Aber das reicht vor allem der Parteijugend nicht. Die haben wir gerade gehört. Die fordern einen Parteireformtag, quasi ein Heinfeld 2. Soll es einen solchen Reformparteitag mit noch mehr Einschnitten, noch mehr Öffnung geben? Naja, wichtig ist ja nicht der Name, wie ich so eine große Veranstaltung, die aus meiner Sicht eine sehr gute Idee ist. Ob man das jetzt Themenrat nennt, Reformtag oder
Zukunftskongress. Auch diese Vorschläge wurden jetzt in den letzten Tagen schon diskutiert. Wichtig ist ja, was kommt dort raus? Was ist das Ziel dieser Veranstaltung? Ja, aber bei einem Parteitag wird es ja auch beschlossen. Es geht ja um Beschlüsse, an die sich dann alle halten sollen. Also soll es einen solchen geben? Es gab vor 10 Monaten einen Parteitag. Ich darf daran erinnern, dass wir vor 10 Monaten einen Parteitag hatten, wo es ganz wichtige Beschlüsse und auch eine Organisationsreform mit wichtigen Teilen der Mitgliederinvolvierung gab. Zudem, die muss nur endlich mit Leben erfüllt werden. Ja, ich glaube, alle haben dieses Interview gesehen. Welche Botschaft haben Sie denn mitgenommen von diesem Interview, Herr Orban? Ja, ich glaube, zum Thema Timing, ich glaube, dass das Ganze auch zur Unzeit kommt. Ich glaube, jetzt wäre eigentlich ganz wichtig zu klären, mit welcher Haltung geht man in diese Koalitionsverhandlungen. Das ist das eigentlich große Thema, dass man sich da ein Stück weit abschießt. Und das Einzige, was mir zum Thema dieses Reformparteitags einfällt, das ist die ehemalige Perspektivengruppe der ÖVP, wo ich einen Artikel gefunden habe, jetzt vom 1. Oktober 2007 im Standard, dass das das Ideengrab ist. Und das ist natürlich die große Chance, wenn man jetzt auch diese Haltung und Rolle nicht klärt, dass das das nächste Ideengrab ist, weil viel Spaß mit vielen lustigen Ideen und 5 Jahren in der Opposition. Gab es ja von Ihnen auch, Herr Babler, so eine Reformgruppe, die ist, glaube ich, Kompass oder so ähnlich. Da haben Sie sich auch überlegt, wie es weitergehen kann mit der Partei. Ich werfe jetzt einfach die Frage in die Runde, wie fest sitzt denn Pamela Rendi-Wagner wirklich im Sattel aus Ihrer Sicht? Naja, so fest wie auch die SPÖ generell im Sattel sitzt. Ich mag das nur nicht verkürzen, immer auf die Person. Ich habe das dann immer zur Diskussion gestellt. Ich bin ja auch bekannt, dass ich bei Werner Faymann sehr kritisch auch mit der Person war, weil ich gewusst habe, da gibt es zumindest ein anderes Konzept dahinter, was ihm nachfolgen könnte. Bei der Rendi Wagner ist es zu kurz gegriffen, weil ich glaube, dass die Sozialdemokratie auch jetzt alle Reformprozesse, die da so anstehen, nämlich auch die Kommunikation und viele andere, grundlegend davon klären muss, so wie Herbert Lackner sagt, was ist die Sozialdemokratie heute? Nämlich nicht das, was Klaus Luger sagt, das ist völlig schwachsinnig, da bin ich ganz bei Ihnen, sondern wie ist das sozusagen ideologisch eingebettet in die jetzige Zeit? Und wenn man diese Richtung nicht hat, dann kann man ja überhaupt auch nicht die Struktur und schon gar nicht die Messages und die Aufstellungen und die Kommunikation machen. Ich glaube, wir brauchen auch keine externen Beraterinnen und Berater, bei allem Verlaub, nicht persönlich zu nehmen. Diese Frage ist eine hochpolitische und das ist die erste Frage, die zu stellen ist, sozusagen für was wir Politik machen, für wen wir Politik machen und warum wir überhaupt heute noch Politik machen. Und da gibt es echt die großen Geschichten. Und das Erschütternde war ja in dem Interview, ich habe gestern mit ihr länger noch gesprochen darüber, nach dem Reportinterview, wo ich gesagt habe, selbst wenn du überrascht und perplex oder irgendwie eine schlechte Stimmung hast, aber sozusagen nichts drauf sagen zu können, dann, weil die vielleicht Beraterinnen oder Berater falsch gecoacht haben, dann muss man sich von diesen Beraterinnen trennen, dann sind sie offensichtlich nichts wert. Und zweitens braucht man als Parteivorsitzende keine Beratungen, wenn es darum geht, sozusagen die Themenbereiche zu skizzieren. Und jetzt sage ich jetzt einmal was, es ist ja total auf der Hand. Du sprichst auch die Klimakrise. Ja? Kommunikationsexperten, Marketing-Experten sprechen manchmal mit einem richtigen Timing an. Es ist wichtig, sie bei einer Fridays for Future-Demonstration im richtigen Bild zu zeigen. Mir ist das Schnuppe. Und das glaubt uns auch keiner, wenn ich dort mit der grünen oder roten Brille irgendwo dabei steht. Das schafft weder Glaubwürdigkeit, noch ist es authentisch, dort zu sein. Sondern die Wichtigkeit ist, ein Sprachrohr zu sein in der Klimakrise, dass nicht die Armen und die Nichtprivilegierten als erster voll drauf zahlen. Nämlich nicht nur im Verlust der Lebensgrundlage, sondern sozusagen klar zu signalisieren. Aber und auch diese, was das, das hat sie ja gesagt. Ja, das hat sie den ganzen Wahlkampf gemacht. Wir reden ja darüber, sozusagen, was das auch programmatisch heißt, aber gleichzeitig dann sozusagen alles abzuschwächen, was in die Richtung einer radikalen Systemeingriffs gehen muss. Das ist das Grundproblem der Sozialdemokratie, nicht mehr sich zu trauen, Dinge in Frage zu stellen, daher zu wursteln. Und das ist eine Frage natürlich, die mit unserem gesellschaftlichen System zu tun hat. Es werden viele Dinge, die vermeidbar wären für die Leute, die halt keine Privilegien haben und das ist nicht richten können, einfach nicht verändern. Änderbar sein in diesem System, weil es wird keiner freiwillig irgendwie von den großen Autokonzernen, von den großen Monopolen und vielen anderen, die Einfluss haben, wird keiner runtergehen, sondern der lässt einmal die breite Masse brechen, die Zeche zahlen. Einen Satz möchte ich noch dazu sagen, Entschuldigung, Pepe, du warst vorher auch ein bisschen länger. Es ist diese Frage der Glaubwürdigkeit nicht gedeckt, wenn man richtige Inhalte sagt, sondern es hat einen Grund, warum die Protestwähler, die sogenannten Protestwähler, nicht zu uns zurückkommen. Wenn ich im Amt Mindestsicherungsanträge unterschreibe monatlich und ich kriege mit, dass dann ab dem 3. Kind das gekürzt worden ist von der letzten Regierung, ziemlich brutal auf 1,50 Euro am Tag. Und ich kenne ja die Leute dann sozusagen in einer Mittelstadt mit 20.000 kennt man zumindest noch die Familien aus diesem Milieu und ich weiß,
von denen oder der Glaube zu wissen, dass die nicht die SPÖ wollen, auch wenn wir für ihre Rechte kämpfen, wenn wir sagen, das ist schlecht oder wir wollen eigentlich die Mindestsicherung erhalten, dass ihr was zum Leben habt und so weiter, dann hat das einen Grund. Und diesen Grund müssen wir angehen, warum leider, wenn man offensiv in einem Programm oder in einem Wahlprogramm was fordert, eigentlich nicht mehr die Sozialdemokratie wollen, weil sie wissen, aus ihrer Erfahrung und auch berechtigt wissen, selbst in der Regierung, selbst mit Sozialminister, die wir gehabt haben und so weiter, haben sie nicht diesen Aufschwung miterleben dürfen in der Gesellschaft, nämlich den gesellschaftlichen, nämlich auch etwas mehr von der Gesellschaft aber, zu bekommen. Aber das ist der Punkt. Dann sind wir schon wieder beim Punkt, irgendwie die Sozialdemokratie macht alles richtig, hat die richtigen Argumente. Ich glaube, man ist zu wenig radikal in vielen Fragen. Oder? Nein, ich glaube, dass man den einen Punkt recht hat, nämlich diesen einen letzten Punkt jetzt gerade. Ich kann nicht das Gleiche jetzt einmal replizieren, was du gerade gesagt hast, aber dieses Mitgefühl, dass ich mich um dieses einzelne Schicksal kümmere, dass wenn einer zu mir kommt, dass er damit rechnen kann, dass ich ihm helfe, entweder mit Gesetzen oder mit in der Verwaltung oder als Bürgermeister oder als Landesrat oder so. Das ist ein Gefühl, das irgendwo verloren gegangen ist, bei vielen, aber nicht bei allen. Und dann gibt es etwas, wo die Schutz haben wollen. Ja, die sagen, oh Gott, das kommt auf mich zu, die ganze Globalisierung, ja, oder dieser Zuzug. Und das habe ich schon so viele, die ich nicht kenne und die neu sind. Wer hilft mir, wer schützt mich? Da hast du eine kommunikative Aufgabe, um diesen Integrationsprozess zu erklären, zu unterstützen. Weil wer ist derjenige, der die Integration macht, wenn da sehr viele Ausländer sind? Das sind die unteren Mittelschichten, nicht die oberen Mittelschichten. Die müssen das machen. Und die müssen das Gefühl kriegen, dass man mit ihnen ist, dass man da behilflich ist, und so weiter und so fort. Aber ich möchte noch einen schnellen Punkt sagen. Ich finde die Kommunikation bei den Misstrauensanträgen, bei der Abwahl, ist einer der Wurzeln dieser Wahlniederlage. Ja, das ist einer der Wurzeln. Weil das muss ich tagelang vorher erklären, das muss ich zelebrieren. Da muss ich irgendwie, da muss ich unter Schmerzen muss ich den Misstrauensantrag unterstützen. Ja. Nein, das sowieso. Also da bin ich sowieso der Meinung. Ja. Ja. Und ich gebe Ihnen auch Ihnen in einem Punkt recht. Ja. Ich glaube, sie hat das gesagt mit dem, dass sie gesagt hat, ich warte zuerst das Präsidium und die Klausur ab und dann werden wir präzise darstellen, wofür die SPÖ steht. Ich behaupte, ein Parteivorsitzender, eine Vorsitzende hat das Pouvoir, dass sie das in der Sekunde selber sagt. Ja. Mhm. Und das ist überhaupt kein Problem, das kann man auch darstellen. Ich habe das versucht, auch mit diesem Themenbouquet darzustellen und vor was ich da warnen möchte. Wir waren einmal 700.000 Parteimitglieder, jetzt sind wir 150.000. Wenn wir jetzt beginnen an einem Reformprozess, wo die 150.000 untereinander sich 6 Monate lang beschäftigen und reformieren, bis keiner mehr übrig bleibt, das ist ein Unsinn. Denn jetzt musst du nämlich über Reformen nachdenken, wo du über die Grenzen der Mitglieder der Partei hinaus mitnimmst, all diejenigen, die vielleicht bereit sind, wieder ein Stück des Weges mitzugehen. Und jetzt, weil sie am Anfang das so gesagt haben, schenken Sie mir noch diesen einen Satz. Ja. Das, was ich da jetzt mitverfolgt habe, wie man heute noch einmal angeschaut, die Regierungserklärung aus dem Jahr 2013. Da steht drinnen, wir wollen die Bürger bei den parlamentarischen Wahlen mehr beteiligen, indem wir die Hürden bei den Vorzugsstimmen von 14% auf 9% im Regionalwahlkreis untergeben und 5% und 5% im Landes- und im Bundeswahlkreis. Und wir wollen es einheitlich machen, überall ankreuzen, ankreuzen, ankreuzen. Gemacht wurde nichts. Warum? Weil sich halt die Listenersteller, und der Peter Kaiser hat das angesprochen, ja, die Listenersteller vom nicht einfach stören lassen wollen. Mit deiner persönlichen Geschichte dazu hast ganz du recht. Genau, da spricht Josef Czap, der es wieder knapp nicht geschafft hat. Ja, aber ich darf ja sagen, dass wir das ja, natürlich haben. War nichts. Herbert Lackner. Ja, na, also das Vorzugsstimmen-Ding ist, glaube ich, nicht der Grund für die Wahlniederlage. Das sind eben andere Gründe, ein paar habe ich schon vorher gesagt. Weil Sie die Frage gestellt haben, sitzt Pamela Rendi-Wagner fest im Sattel? Ja. Ich glaube, dass die SPÖ ohne Pamela Rendi-Wagner viel schlechter abgeschnitten hätte. Sie war eine gute Kandidatin, sie hat es nicht schlecht gemacht in den letzten Fernsehdiskussionen. Sie ist völlig verschaukelt worden von ihrem eigenen Management. Als sie gewählt wurde, am Parteitag, ich glaube in Wales war das, im November, vor einem Jahr ungefähr, ist sie nachher wochenlang über versteckt worden. Mhm. Ich meine, denk, wo ist die? Die ist völlig... Da wir haben den Thomas Strasser getroffen und gefragt, wo ist eigentlich die neu gewählte Parteivorsitzende? Und er hat gesagt, ja, die fährt jetzt eh nach Linz und hat dort einen Termin in irgendeiner Sektion. Und ich gesagt, das ist ein Auftritt. Das ist kein... Ist das nicht die Sehnsucht nach dem männlichen Erlöser? Naja, es geht mir so auf den Geist. Wir brauchen einen Erlöser. Ich glaube, der trotzdem wollte selber gerne mehr in die Medien sein. Da will ich jetzt auch mal was dazu sagen. Das ist eine heikle Frage, die man schon anspricht. Ja, bitte, die Frage mit den Frauen. Ja? Frauen wollen offenbar keine
weiblichen Politikerinnen. Die SPÖ hatte immer deutlich mehr Frauenstimmen als Männerstimmen. Mhm. Ja, also ein weit. Ja. Diesmal war es Bari. Mhm. Bei der zweiten Partei, die eine Frau als Vorsitzende, als Spitzenkandidatin hat, haben sogar mehr Männer, die Neos, haben sogar mehr Männer die Neos gewählt als die Frauen. Sebastian Kurz hat einen meilenweiten Vorsprung an Frauenstimmen gegenüber Männern. Ja? Also Frauen haben den Sebastian Kurz gewählt und sie haben nicht Randy Wagner oder Beate Meindl-Reisinger. Also Gegenthese, ich habe eine Frau als Kandidatin gehabt, die Karin Blum, bei mir, wir haben das beste Vorzugsstimmenergebnis in der Zweiten Republik gehabt, bei den wenigsten SPÖ-Stimmen, muss ich dazu sagen. Es geht um Leidenschaft und ob du das lebst und das Programm lebst. Entschuldigung, ich habe dann viele Frauen gefragt, warum, die mir irgendwie angedeutet haben, die hat ihnen nicht gefallen und gesagt, warum. Die war so aggressiv gegen den Kurz. Was erwartet man von einer Oppositionspolitikerin? Ich glaube, da ist darum gegangen, die eigenen Leute zu mobilisieren. So, jetzt rede mal ich. Meine Herren Feministen, jetzt rede mal ich. Darum. Der erste Punkt ist einmal der, dass es ja jetzt wohl bitte nicht sein kann, dass jetzt die Frauen schuld sind, dass ich sage nur ein interessantes Ergebnis, dass Frauen offenbar keine Frauen als Spitzenkandidatinnen wählen. Das glaube ich nicht. Das sind Zahlen. Ich glaube nicht, dass das etwas mit ihrem Geschlecht zu tun hat. Das denke ich gar nicht. Ich denke, das hat mit Auftreten etwas zu tun, das hat auch etwas damit zu tun. Ich glaube nicht nur, dass das Thema sein kann, es geht immer nur um Sicherheit und um das zu bewahren. Es fehlt eine Zukunftserzählung. Die SPÖ kann mir nicht erklären, wie diese Welt in 10, 15, 20 Jahren ausschauen soll. Das kann eine andere Partei auch nicht erklären. Die Grünen erklären das zum Beispiel schon. Die Grünen sagen irgendwie, wir müssen, wenn wir bis 20, die gehen auf dieser, surfen auf dieser Greta Thunberg-Welle und sagen, wenn wir bis 2030 das nicht schaffen, irgendwie mit diesem CO2, dann geht die Welt unter. Ja? Also ich meine, das ist jetzt sehr verkürzt. Die Titanic-Nummer. Okay, aber trotzdem, ich meine, ich glaube schon auch, dass man von einer sehr traditionsreichen Partei das erwartet, dass sie sich eben Gedanken darüber machen. Ja? Traditionsreiche und Wähler ich hab, und Wählerinnen. Ich habe schon auch das Gefühl, weil da zuerst angesprochen wurde, es geht auch um so ein paar formale Geschichten. Ich glaube schon, dass wenn es heißt, die Bundesparteivorsitzende muss sich nicht versichern, ob sie etwas sagen darf, sie soll es einfach sagen. Da bin ich völlig bei Ihnen. Ja? Ich denke, sie sollte sich dieses Recht jetzt endlich mal herausnehmen. Genau. Und wenn sie zum Beispiel der Herr Babler jetzt anruft und irgendwie sagt, was haben Sie für schwachsinnige Berater? Sie müssen sich nicht beraten, Sie müssen irgendwie selber wissen, Frau Rendi-Wagner, was Sie zu tun haben. Würde ich zum Herrn Babler sagen, wäre ich Bundesparteivorsitzende, Sie haben überhaupt nicht zu sagen, was ich tue, weil das weiß ich selber. Und im Übrigen, hören Sie jetzt endlich mal auf, in die Öffentlichkeit zu gehen, weil sonst können Sie mir nämlich vergessen, dann lasse ich diese Partei nämlich sein. Ja? Also irgendwie denke ich mir, sie muss einmal, sie ist natürlich in einer deutlich schwächeren Position, als es Sebastian Kurz war bei dem Antritt, aber sie muss sich mal die Autorität holen. Ja? Und ich glaube, die hat sie. Sie ist eine kluge Frau und ich glaube, im Grunde genommen hat sie schon die richtigen Wertemaßstäbe jetzt im sozialdemokratischen Sinn. Sie muss sie nur wiederfinden. Ja? Aber morgen gibt es ein Bundesparteipräsidium. Mhm. Das sind außer ihr weitere 17 Personen dabei. Danach gibt es eine öffentliche Erklärung auch der Bundesparteivorsitzenden. Und das sozusagen im Angesicht von 4 Landtagswahlen, die auf uns zukommen. Davon sind 3 für die SPÖ wirklich wichtig. Vorarlberg spielt tatsächlich gar keine Rolle. Dort hat die SPÖ de facto nichts mehr zu verlieren. Aber Steiermark, Burgenland und Wien, das sind schon ganz schön heiße Pflaster für die Sozialdemokratie. Und jetzt glaube ich, im Vorfeld dessen sehen wir Namen, die da schon herumgeistern, über die spekuliert wird, dass sie eventuell die Parteiführung übernehmen könnten. Aber was kann man denn in einer solchen Situation jetzt ganz konkret machen, um für diese 3 wichtigen Wahlen, die jetzt da daherkommen, auch wenn Sie sagen, man sollte nicht immer von Wahl zu Wahl schielen, aber verlieren wird man sie auch nicht wollen. Integrative Politik machen. Ich muss die zusammenführen. Es gibt verschiedene Auffassungen und Meinungen zu verschiedenen Strömungen. Übrigens, die stehen jetzt alle gerade zur Wahl bei den nächsten Landtagswahlen. Was ich nicht verstehe, ist, wenn der steirische Landesparteivorsitzende, den ich sehr schätze, sagt, ich komme nicht mehr zu den Bundessitzungen. Was das für ein Signal ist, verstehe ich nicht. Weil wenn du eine gemeinsame Partei bist, dann musst du sozusagen integrativ, dann musst du es da durchfechten.
andere Position hast, dann musst du versuchen, dass deine Position dort mehrheitsfähig wird. Ja? Und ich glaube noch was, ich glaube, das, was Sie gesagt haben, ist der eine oder andere würde ganz gut tun, wenn er bei Ihnen in die Schule gehen würde und ein bisschen die Kommunikationstechniken und Kommunikationsstrategie auch sich aneignen würde. Es gibt manche, die kommen in eine Funktion und glauben, dass sie eo ipso aufgrund der Funktion schon die genialsten Kommunikatoren sind, die es auf Gottes Erden gibt. Und das stimmt auch nicht. Ja. Also das sind ein paar so Aspekte. Und das hat der Kurz, ich bin ja nicht mit ihm gesessen. Ich war ein Jahr Vorsitzender im Außenpolitischen Ausschuss. Der Kurz ist nicht mit mir gesessen. Dann ist einer gekommen, der ist ins Ohr genuschelt. Ja. Aber er konnte das ordnen, zusammenfassen, hat es dargestellt und konnte mit dem umgehen. Ja? Und daher bin ich da immer sehr, wie soll ich sagen, ich bin immer sehr kritisch, was das betrifft, was diese Beraterstrukturen. Ich habe so viele Berater schon erlebt in meinem Leben, die da immer herumgeschwänzelt sind um die jeweiligen Bundeskanzler. Ja? Und diese liegt aber letztlich am Parteivorsitzenden und in dem Fall Bundeskanzler, wie es früher war. Was macht er mit dem, was er hört? Also hat man was mit der Rendi Wagner verabsäumt, etwas zu machen, was Sebastian Kurz gemacht hat, sich in der Anfangsphase seines Parteivorsitzes zu sichern, dass sein Wort gilt, da keiner dagegen redet. Sie hat das, es ist das Alter von Beginn an ein bisschen schräg gelaufen. Es gab eine Mädel, Rendi Wagner und Thomas Trotzda. Ja, das waren die zwei, die sollen das jetzt übernehmen. Das ist ein bisschen sehr schmal. Nicht? Es ist dann Gott sei Dank noch der Leichtfried dazugekommen im SPÖ-Parlamentsgrupp, der, glaube ich, ganz gut gemacht hat, der hat ganz gute Auftritte. Aber mit den Beratern, da bin ich, also ich sehe ja, als Journalist siehst du ja besser, was so dahinter ist. Und ich sehe ja diese Teams, und du wirst das auch sehen, diese Teams, die da die Kurz da um sich hat, mit welchen Methoden, mit wie ausgeklügelten Methoden ja, die arbeiten. Und er kann sich gut daran halten. Ja. In der SPÖ sind Leute, die sitzen seit Arno Faymann dort. Doch, ja, alte Tante. Und haben nichts, na, sein Onkel. Ja, sein Onkel. Und haben schon damals nichts zusammengebracht. Ja? Und da sitzen schon sehr, sehr gute junge Leute auch, die nichts zu sagen haben. Ja, die werden schon da. Ja, die grundsätzlich und grundsätzlich würde ich schon als Partei in einen Berater investieren, und zwar nämlich in ein Teambuilding-Seminar, wo die ganzen Landeshauptleute alle dorthin kommen und da mal vielleicht starten und vielleicht in den Klettergarten. Und Matthias Strolz hat das früher gemacht, vielleicht macht das jetzt wieder. Bäume umarmen, Bäume raufklettern. Ganz grundsätzlich die Frage noch, wenn man einmal in so einem Fahrwasser ist, dass man, wenn Sie vom Produkt sprechen, da tue ich mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schwer im Zusammenhang mit Menschen, das so parallel zu sehen, aber sei es drum, dass man dann einem Produkt oder einer öffentlichen Person von heute auf morgen ein ganz anderes Image verpasst. Geht das überhaupt? Natürlich. Also ein Produkt ist ja das, was die Menschen glauben, dass es ist. Der Kurz kann ja auch nicht alle diese Dinge, die er verspricht, und er weiß ja auch nicht so, sondern ist, so wie Sie vollkommen richtig gesagt haben, eine Projektionsfläche, und die Leute trauen ihm das zu, dass er schreibt, wer Kurz will, muss Kurz wählen und alles neu und neue Farbe und jetzt wird alles neu, ob das tatsächlich so ist. Dass er 2015 gegen den Strom geschwommen ist und dass er damals eine ganz eigene Positionierung gehabt hat, und dann sind schlagartig die Blauwähler zu ihm rübergegangen und jetzt sind wieder die Blauwähler zu ihm rübergegangen. Das ist das Zweite. Und das ist doch kein Naturgesetz, dass Blauwähler immer zum Kurz gehen. Josef Schack schlägt immer schon vor, die SPÖ sollte auch ein bisschen so wie der Kurz sein, ja, und die Blauwähler. Hinter einem Produkt steht eine Position, eine Positionierung. Und die hat er gehabt. Das ist wichtig. Das hat die Frau Wagner, Rendi Wagner, nie so gehabt. Deswegen tut sie sich als... Integration viel mehr mit Leben erfüllen. Ja? Ja, weil das heißt doch zum Beispiel investieren in die Jugend. Ja? Ja. Und das hieß ja diese vielen Kompromisse im Bildungssystem. Und jetzt hast du tatsächlich Migranten der dritten Generation, die Schwierigkeiten haben, einzusteigen in einen Arbeitsmarkt, die zurückbleiben, ja? weil dieses ganze Schulsystem nicht passt, weil es mit der individuellen Förderung nicht passt. Da geht es dann auch um Angebote an die Zukunft, nämlich im Sinne von Angebote an eine Jugend, die euch vielleicht auch einmal wählen könnte. Hm? Das ist aber ein guter Vorschlag. Sind Sie vielleicht, sage ich jetzt ganz hart, Teil des Problems der SPÖ, so wie das Frau Stuiber gesagt hat? Kommt immer auf die Betrachtungsweise an, sicherlich für einige. Diese vielen Stimmen, die sich da nicht mehr sagen. Ich kann das ja sagen, ich bin Journalistin. Aber verkürzt natürlich. Weil ich glaube, sehr unfreundlich. Das Problem ist, ich glaube, dass jetzt
teile, und das war die Intention auch, und indem man das Recht heraus sehr intern zu diskutieren und die wir sicherlich nicht öffentlich Strategien sozusagen zu überlegen in den Fokusgruppen, wie man arbeitet und viele andere Dinge. Aber es geht schon darum, sozusagen zu sehen, wo das Problem liegt. Und das ist unser Recht und auch unsere Verpflichtung, auch mit einer Parteivorsitzenden, egal ob sie im Bund oder im Land ein Mann ist und in der Bund eine Frau, das ist übrigens nicht so wie du das Problem. Es geht nur darum, dass wir sie auch ein bisschen Stück weit befreien können und ihr sozusagen die Unterstützung ergeben können, dass sie nicht von diesem Apparat abhängig ist. Und ich glaube, dass so Stimmen, die rausgehen können, und warum gehe ich raus? Ich meine, kann mal ganz ehrlich sagen, weil ich einer der wenigen bin in Österreich, der nicht in einer Mandatsabhängigkeit oder in einer SPÖ sozusagen direkten Abhängigkeit steht, sondern als Bürgermeister halt frei gewählt wir als SPÖ-Mandat da. Und deswegen kann man offen sein, aber dazu natürlich auch die wichtigen Signale zu schicken, auch zu sagen, okay, es gibt einfach so viele Leute, Wahlmitarbeiterinnen, Wahlmitarfunktionärinnen, die sozusagen auch sagen, okay, es gibt eh noch andere, die noch nicht so sind wie da oben. Und dieses Korsett, und das ist die Unterstützung, von dem muss man sich befreien. Und ich bin ganz bei Ihnen, ich glaube auch, dass Sie einfach unabhängig, und das war das, was wir besprochen haben, wo ich gesagt habe, ich verstehe es auch nicht, du argumentierst so schlüssig, dass der Deutsch dein Wille war. Warum argumentierst du nicht in derselben Vehemenz durch, und dein Wille ist sozusagen die Öffnung der Strukturen. Die wird nie im Gremium beschlossen werden, da geht es um die eigenen Posten, so bis du sagst, in die Bezirkslistenarbeit. Was heißt denn Öffnung der Strukturen? Die Öffnung heißt ja Strukturen in der Frage der Wahlkandidatinnen, in der hearingsoffenen Wahlliste, in der Senkung der Wahlzahl. Genau. Und ich sage auch, die verstaubte Struktur, das ist ein Problem, das die PM hat, sozusagen, dass sie in dieser Struktur nicht ausbrechen kann, weil sie das nicht schafft und weil auch die Struktur sie so festklammert. Und es ist doch ein Wahnsinn, wenn man sich auch schon in einer Bundespartei vorstellt, in einer Landespartei vorstellt, es sind 120er Gremien, die da drinnen sitzen. Und wenn ich die Frage stelle, sage ich, wie viel haben wir dann wirklich Expertinnen und Experten aus der Zivilgesellschaft, aus dem NGO, aus dem Klimabereich, aus den ganzen Lebensbereichen, aus Sozialbereichen da drin sitzen? Da sitzt niemand. Da sitzt nämlich derjenige aus dem Bezirk, der nominiert worden ist, der sozusagen alles verhindern wird, dass er sozusagen nicht mehr auf der Wahlkreislisten sofort die Nummer 1 ist und uneinholbar. Dann sitzt im Land der Nächste und so weiter. Und das ist das Problem. Und aber Herr Babler, eine Frage dazu. Also gerne. Jetzt gesetzt den Fall. Es gibt einen Parteitag, wo die Pamela Rendi-Wagner auftritt und sagt, wie einst Kurz, ich möchte ein Durchgriffsrecht. Was? Sind Sie derjenige, der dann dafür stimmt? Das ist undemokratisch. Das kommt die Frage, ja, was das Durchgriffsrecht... Nein, das ist undemokratisch. Denn was er gesagt das Durchgriffsrecht hast du die Öffnung der Partei zu machen, weil das war ja alles genau. Vorgesehen, die ist ablosen worden. Aber nicht. Ich über eine demokratische Legitimation. Ja. Wir haben eingeführt, sie soll sich direkt wählen lassen, wie stark und unabhängig kann eine Vorsitzende agieren, die direkt von den Mitgliedern gewählt wird. Die hat dann nicht Rücksicht zu nehmen auf die Seilschaften, die sie blockiert. Ja, das ist das Problem. Das macht die israelische Arbeiterpartei seit jeher. Sie ist jetzt ungefähr 3%. Es geht ja nicht ums Vorgehen, sondern um die Stärke der Vorsitzenden, um das geht. Herr Czap, ich weiß, Sie würden jetzt ganz gerne noch programmatisch werden, aber wir sind nämlich schon fast am Ende der Zeit, und deswegen würde ich Ihnen ganz gerne noch eine Frage als ehemaligen Klubobmann stellen. Mir ist das aufgefallen, dass Julia Herr, der Name jetzt auch vielfach fällt, als Zukunftshoffnung der Partei, die ja jetzt ein Mandat im Nationalrat haben will, die Vorsitzende der sozialdemokratischen Jugendorganisation, die wurde dann gefragt, naja, ob die ganzen Gerüchte stimmen, sie könnte zweite Bundesgeschäftsführerin werden. Und sie hat in einem Zeitungsinterview dann gesagt, es hat überhaupt noch niemand Kontakt aufgenommen mit ihr. Sie musste googeln, wann sie sich im Parlament zur konstituierenden Sitzung einzufinden hat. Als ich das gelesen habe, es war ein Standardinterview, und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, das ist ein bisschen komisch, wie da sozusagen in einer Partei kommuniziert wird. Ja, aber was ich gehört habe, ist... Oder ist das normal? Nein, also was ich gehört habe, hat es eine Mail-Aussendung gegeben, auch an den neuen Abgeordneten und auch an Sie. Und sie hätte es eigentlich wissen müssen. Aber das ist nicht das Hauptthema. Das Hauptthema ist, was kann sie da drinnen für eine Rolle spielen? Sie ist eine der größten Begabungen, die Sozialdemokratie hat. Ich habe sie unterstützt, wo es nur gegangen ist. Bist du übrigens auch eine Begabung, wenn du das jetzt nicht hören willst. Aber, ich sag's aber trotzdem. Die Julia ist keine Zukunftshoffnung, die ist jetzt schon eine der besten Kapazitäten der Partei. Das ist immer ein bisschen abwertend. Am Beginn, und das war...
Am Beginn. Ich hätte zum Beispiel gesagt, die ist für jede Funktion kann die das ausfüllen, weil die hat die Begabung, dass sie ohne Training in den Medien auftreten kann, dass sie politisch argumentieren kann. Und ich finde daher, das muss man pflegen. Und ein bisschen erinnert mich das an die Zeit, als ich das erste Mal reingekommen bin. Da haben sie mich dauernd gefragt, na, wie lange bleibst du bei uns, gehst du nicht zu einer anderen Partei? Und so ist das damals gewesen. Ja? Also und wir haben keine Fernsehübertragung gehabt, keiner hat gewusst, was wir da drinnen machen. Und ich hoffe, dass sie erfolgreich ist. Und ich hoffe auch, das darf ich jetzt sagen, ja, ich hoffe auch, dass du erfolgreich bist. Weil ich finde, man muss das nutzen, man muss auftreten, man muss kritisch sein, man muss das reflektieren. Und ich glaube, das ist das Salz in der Suppe, dass man da dann einen neuen Weg finden und eine neue Glaubwürdigkeit. Ich bin zutiefst davon überzeugt. Und die zweite Reihe, die er angesprochen hat, die so ähnlich haben wir mehr mitreden, dann sitzen nämlich wirklich fähige Leute, auch in der Löwenstraße. Gutes Schlusswort. Dann sage ich Ihnen, meine Damen und Herren, dass das nächste Kapitel der jüngeren Vergangenheitsbewältigung der SPÖ, wie gesagt, morgen folgt. Da gibt es eine Sitzung des Parteipräsidiums und danach eine öffentliche Erklärung der Bundesparteivorsitzenden. Natürlich auch zu sehen im ORF-TV-Livestream, wenn Sie interessiert sind. Ich sage vielen Dank an Sie fürs Kommen, fürs Diskutieren heute Abend. Danke, meine Damen und Herren. Und ja, weil manches so unvorhergesehen kommt, ändert sich heute auch ganz kurzfristig unser Programm. Wir zeigen Ihnen jetzt gleich im Anschluss ein ausführliches Interview mit Peter Handke, seit heute frisch gekürter Literatur-Nobelpreisträger. Katja Gasser hat 2016 mit ihm eines seiner ganz seltenen, ausführlichen Gespräche aufgezeichnet. Wir können es Ihnen jetzt gleich zeigen. Danach geht es dann weiter mit einem spannenden Brennpunkt. Die Dokumentation stellt die Frage, wurde der Brexit gekauft? Und danach meldet sich Peter Fritz mit seinen Gästen und Inside Brüssel. Und auch dort geht es natürlich um das österreichische Wahlergebnis und seine Nachwehen. Nächste Woche kommen wir wieder an dieser Stelle mit einer Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure. Bis dahin eine gute Zeit mit ORF3.